Heute ist der 5. September, das heißt, wir haben gratis Comic-Tag 2020. Und ja, jeder durfte sich 5 Comics raussuchen, um sie einzulesen. Und ich habe jetzt eine Tüte, die ist von mir. Und eine Tüte von einem Freund, der mit mir unterwegs war. Und wir haben beide voneinander nicht gewusst, wer welche Comics einpackt. Es gab sehr viele. Ich weiß es gar nicht, wie viele, aber 20, 30 bestimmt zur Auswahl. Und ja, vielleicht haben wir die Hälfte beisammen, sage ich mal. Jeder von uns durfte sich 5 nehmen. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob wir die vielleicht doppelt haben. Vielleicht haben wir sie sogar alle doppelt. Kann ich mir aber nicht vorstellen. Gut, dann schauen wir mal. Genau, zu der Tüte. Ja, es ist eine schöne Tüte, klar. Aus Papier. Viel gibt es da nicht zu sagen. Mit einem schönen Motiv. Und ja, das war es im Grunde genommen auch. So. Jetzt holen wir mal den Inhalt raus. Und das da hier ist nämlich meine Tüte. Und wir haben zuerst einen wunderschönen Luftballon bekommen. Mit diesem Symbol drauf. Mit diesem Logo. Ja, ist eine nette Sache, finde ich. Kommen wir zum allerbesten. Und das finde ich richtig cool, dass diesmal die Turtles dabei waren. Deswegen habe ich mir den Tag umso mehr gemerkt. Und zwar in diesem Look von den allerersten Zeichnungen. Und da hatten im Grunde genommen alle noch das rote Band. Nur die Waffen waren unterschiedlich. Und da waren die auch ein bisschen düsterer und ja, nicht so ganz für kleine Kinder, sage ich mal. Da haben wir ein bisschen was. Ghostbusters und die Turtles, das ist schon mal cool. Dann hier noch ein bisschen was von der Zeichnung. Da bin ich echt noch gespannt. Ich habe noch gar nicht reingeguckt und ich sehe schon, das sind schon interessante Bilder und Zeichnungen, wie die so am Anfang ausgesehen haben, schwarz-weiß und so. Später haben die natürlich ein bisschen Farbe bekommen. Aber wie gesagt, die hatten dann alle dasselbe rote Bändchen. Da bin ich echt gespannt, heute Abend nochmal da ein bisschen einzulesen. Ja, die düsteren Turtles. Also das ist schon mal richtig cool, meine Top 1. Im Grunde genommen hätte ich auch 5-mal die Turtles nehmen können, so cool sind die. Aber ich wollte natürlich auch mal sehen, was es so noch gibt. Und dann habe ich, wie haben wir das? 2-mal Mangas mitgenommen. Die sind für eine Freundin, die steht voll auf Mangas. Die konnte heute nicht mitkommen. Und da habe ich hier mal, kann auch nicht viel dazu sagen. Ja, Manga halt. Ich glaube sogar, dass man die von der anderen Seite liest. Dass ich hier anfangen müsste. Aber nur mal ein bisschen reinzuschauen. So sieht es aus. Und das wäre der 2. Manga-Comic. Hier nochmal einen kurzen Einblick, was wir da so haben. So. Dann wieder was für mich. Und zwar Spider-Man. 1000 Comics schon gesehen, aber irgendwie gehörte doch dazu. Spider-Man geht irgendwie immer. Auch wenn man die Geschichte meistens immer gleich anfängt, aber da sehe ich auch, Deadpool ist auch cool. Ja. So, einen kurzen Einblick hier rein. Ich mag einfach auch die Zeichnungen und die Farben. Die sind schon cool gemacht. So. Schön bunt und der Spider-Man knallig rot und so muss das auch sein. Dann. So. Dann habe ich hier noch mir was von der Justice League mitgenommen. Ja, da ist auch Batman, ich meine Superman, von allem ein bisschen. Das ist mehr so ein bisschen, ja, Comic
bisschen kindlicher, finde ich, ein bisschen cartoonmäßig. Aber ich dachte mir, komm, da kannst du mal trotzdem reingucken, wie das so ist. Das wäre jetzt nicht meine Top 1. Aber da ist zum Beispiel Batman und der interessiert mich schon mal sehr. Joker ist auch da. Ist auch witzig gezeichnet. Kann man sich auf jeden Fall mal ansehen. Und das waren meine Top 5. Da habe ich noch so ein Flyer-Prospekt mit reinbekommen. Und sind das die ganzen Comics, die es gab? Ja, genau, das sind die sogar. Sieht man das? Das sind die Comics, die es zur Auswahl gab. Hier sind nämlich die Turtles. Und Spider-Man sehe ich allerdings jetzt hier nicht. Oder sind sie es doch nicht? Doch hier, richtig. Spider-Man, die Turtles und die zwei Mangas, die ich mitgenommen habe. Hier das eine. Da die Justice League. Genau, die gab es zur Auswahl. Das sah auch richtig interessant aus. Ja. 2, 3 waren schon vergriffen. Aber Hauptsache, ich habe die Turtles bekommen. So. Dann darf ich in die Tüte meinen Kumpel gucken. Ich bin mal gespannt, was er sich so alles eingepackt und mitgenommen hat von den 5 Comics, die er auswählen durfte. So, ich sehe schon. Na, auch er hat diesen wunderschönen Luftballon bekommen mit diesem Motiv. So, dann hat er sich ausgesucht. Harley Quinn. Jetzt schauen wir mal ein bisschen, wie so der Zeichenstil ist. Ja, sieht eigentlich auch nicht schlecht aus. Die habe ich ehrlich gesagt gar nicht so auf den ersten Blick gesehen. Ich habe nur Turtles gesehen und dann war es auch schon um mich geschehen. So, Harley Quinn. Ah ja, da hat er sich auch Spider-Man genommen. Das haben wir jetzt doppelt. Dann nochmal Darkwing Duck. Das wäre jetzt nicht, auch nicht so meins. Damals als Kind habe ich es gerne geguckt und auch mal gerne gelesen. Ist aber auch schön bunt. Viel zu lesen. Bestimmt für viele da draußen. Eine Top 1. Hier haben wir noch eins. Kein Plan, was es ist. Sieht aus wie Frankenstein. Ja. Bisschen noch Horror-mäßig irgendwie. Auch schwarz-weiß. Ups. Der ist auch ein bisschen schwarz-weiß gehalten. So von drin ist nicht viel an Farbe. Alles mehr so schwarz-weiß und ich mag eher so die Farben, muss ich sagen. Ich bin ein Farbenfan von, gerade bei, was Comics und so angeht. So, da hatte sich noch was Horrormäßiges mitgenommen. Der Horrorschocker mit Zombie-Man. Das ist diesmal in Bunt. Ja, sieht auch ganz nett aus. Erinnert mich ein bisschen an die Resident Evil Comics. Und da hinten haben wir dann noch was ein bisschen zur Auswahl. Ja, das war's soweit. Das ist nur ein Teil der Comics, die es da zur Auswahl gab. Also es hat sich definitiv gelohnt, da mal vorbeizuschauen und ein paar Comics mitzunehmen. Und meine Top 1 natürlich, ich glaube, ich muss gar nicht sagen, die Turtles. Und ja, und dann gibt es natürlich diverse andere Hefte. Vielleicht gibt es ja noch die Tage, am Montag vielleicht noch ein bisschen was zu bekommen. Ja, und das war's soweit. Bis zum nächsten Jahr, würde ich sagen, zum nächsten Comic-Tag. Da bin ich mal gespannt, ob die Turtles nochmal dabei sind. Das wäre natürlich mega cool.